Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat für eine sogenannte Ruhestellung des Büros von Altkanzler Gerhard Schröder gestimmt. Somit werden dem für mehrere russische Staatsunternehmen tätigen 78-Jährigen die Zuwendungen durch Steuergelder gekürzt. Personenschutz und Ruhegehalt werden ihm aber weiterhin gewährt. Die Entscheidung des Deutschen Bundestages in dem Blick auf den Bundeskanzler ist folgerichtig. Es wäre am allerbesten, Gerhard Schröder würde seinen Posten Die Entscheidung betrifft aber nicht nur Schröder, sondern auch Angela Merkel sowie alle künftigen Altkanzlerinnen und Kanzler. Ehemalige Bundeskanzler brauchen keinen Hofstaat nach ihrer Kanzlerschaft. Man kann hier im Bundestag dafür sorgen, dass Termine, die sie für die Allgemeinheit wahrnehmen, organisiert werden. Aber das ist ausgeufert und das sollte beendet werden. Wir haben die Sondersituation bei Gerhard Schröder, dass er sich dezidiert gegen die Interessen unseres Landes richtet. Und das muss Konsequenzen haben. Schröder gilt in weiten Teilen seiner Partei, der SPD, mittlerweile als unerwünschte Person. Auch ein Parteiausschluss ist bereits gefordert worden. Schröder ist unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender des russischen Energieunternehmens Rosneft. Mit Präsident Wladimir Putin verbindet ihn eine Freundschaft.